Lieber Rap, es tut mir leid, mit ansehen zu müssen, was du in letzter Zeit, na eigentlich schon seit einigen Jahren, durch Maden, die dich als Deckmantel haben, uns plagen, indem sie dich in die Öffentlichkeit wagen, ertragen musst du untersagen, das aber machen Schluss, damit die Schuld bei dir zu finden, was kannst du denn dafür, na gut, du warst immer mittendrin, und hast dich von allen Spaßen benutzen lassen, nur für volle Kassen und bounce Massen, von Hassmenschen ohne jedes Quäntchen an Verstand, was ist aus der Zeit geworden, als ich dich fand, du warst allgegenwärtig immer und überall dabei, rannte ich mich fest, machtest du mich wieder frei, mit dem Timer bist du morgens immer neu geboren, mit der Sleep-Funktion jede Nacht nach mir gestorben. Was machst du morgen? Wir können was zusammen unternehmen. Für deine Sorgen hab ich immer offene Ohren, lass uns drüber reden. Ich hoffe, du kommst wieder zu dir und kannst mich verstehen. Okay, Trailer wünscht dir was, auf Wiedersehen. PS, falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin aufbruchbereit und mir ist kein Weg zu weit, um dir zur Seite zu stehen. Welche Probleme dich auch quälen, wir gehen sie an. Sehr geehrter Rap, was ist passiert? Wie kam es so weit, dass ich mit dir auf Papier kommuniziere? Ich sitz hier und schreibe diesen Brief und will doch eigentlich nur wissen, was da wann schief lief. Würde ich nicht so an dir hängen, könnte ich echt drauf scheißen, wie es dir geht, was du machst und wie sie dich zerreißen. Vielleicht weißt du's nicht, sind deine Augen verschlossen? Pop hat dich beschossen und dich hart getroffen, aber ich denk an dich, an baldigen heilende Salben. In Form von 2, 3 Untergrundalben, hörst die an, dort waren wir mal zusammen. Dreh dich 180 Grad und komm zurück zu deinem Stamm. Alle Mann warten auf dich und erhoffen deine Rückkehr, weil wir ohne dein Sein hier schon alle verrückt werden. Quatsch, du bist tot, wenn du mir lebst und mich ziehst, also beweg dich, du Lappen. Hochachtungsvoll Gries. PS, falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin aufbruchbereit und mir ist kein Weg zu weit, um dir zur Seite zu stehen. Welche Probleme dich auch quälen, wir gehen sie an. Du kannst immer auf mich zählen. Hallo Rap, wie geht's dir? Ich hab gehört schlecht. Kein Wunder bei dem Scheiß, den wir mit dir machen. Echt, es muss anstrengend sein, mit so vielen Idioten zusammenarbeiten zu müssen und bei Industriedespoten zu dienen. Du musst fliegen, komm zu mir nach Berlin. Wir verstecken uns im Untergrund oder in Grün. Mit Schlafsack und Zelt, kennen im Rücken einer Welt. Ohne Geld und für Helden wie Cliff Baxter, mach schnell. Bevor du kaputt gehst, du bist wichtig für mich. Mein Freund, meine Basis, lässt mich nie im Stich. Denn wenn ich dich brauchte, warst du immer da. Ob nach Stress, in Trauer oder vor grauer Stab. Jedes Mal wieder hast du mir geholfen. Ich danke in Demut und Sorge wegen der ernsten Erkrankung. Doch ich weiß, du bist stark wie die Euphorie, die du verbreitest. Durch Mark und Bein geht so wie bei einigen aus dem Herz zum Kopf verdrängt. Ruh dich aus, du musst dich wieder in Topform bringen. Lass unsere Kräfte dann vereinen und den Mob bezwingen. Der macht das alles nach Pop und nicht nach Hip-Hop klingt. Na gut, Alter, ich sag dann mal ciao und mach's besser. Lass dich nicht unterkriegen von Stress und Geläster. Ich glaube daran, dass unsere Zeit noch kommt. Der Untergrund grüßt dich, dein Maya Don. PS, falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin aufbruchbereit und mir ist kein Weg zu weit, um dir zur Seite zu stehen. Welche Probleme dich auch quälen, wir gehen sie an. Immer auf mich zählen. PS, falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin aufbruchbereit und mir ist kein Weg zu weit, um dir zur Seite zu stehen. Welche Probleme dich auch